Hier sind wir wieder und wie gesagt, Kati Karrenbauer ist hier und erzähl noch mal, du machst Leckage voll? Genau, ich mache Lacage voll vom 6. Dezember bis zum 28. Februar. Also man hat wirklich die Gelegenheit. Silvester Doppelvorstellung? Nein, eine Vorstellung, aber Silvester habe ich ja Geburtstag, da stehe ich natürlich Oh. auch auf der Bühne. Aha. Und ich freue mich wahnsinnig, das Ganze findet in der Bar Jeder Vernunft statt. Spielt ihr über 12? Spielen wir über Silvester? 12? Also wenn es 12 Uhr Nein, nein, ist, nein. Um 12 nicht Uhr wird Pause geknallt quasi? und gefeiert und Im Zelt. ja. Und ich Ja? werde auch da sein. Also wir werden eine große Silvesterparty dort haben. Das wird, glaube ich, ganz, ganz Hast schön. du deine Garderobe schon? Hast du schon Anprobe und alles? Anprobe habe ich morgen und ich bin sicher, ich habe was Feines an. Ja? Nicht zu kurz. Ich sage es dir. Warum nicht? Sexy Hexi. Sag mal, wie lange lebst du schon in Berlin? In Berlin bin ich jetzt seit 1997. Das war die Zeit, wo ich, Erst. ja, das war die Zeit mit Hintergittern. Ach so. Und da habe ich aber noch in Köln gelebt und Ihr habt hatte, aber in Berlin wir gedreht, haben in gell? Berlin gedreht, aber ich hatte meinen Hauptwohnsitz in Köln viele Jahre, weil ich da doch meine Freunde hatte. Ja, und als wir dann 2006, Ende 2006 eingestellt wurden, da musste ich mich entscheiden, Berlin oder Köln. Und dann habe ich gedacht, ich bleibe in Berlin, weil mittlerweile waren Freunde auch hergezogen, die Stadt hat mir gut gefallen. Mhm. Und ich hatte einfach das Gefühl, Berlin ist viel mehr Aufbruch als Köln. Das war mir dann mit einmal zu verschlafen. Und ich bin heute unglaublich froh, dass ich hier bin. Ja, das verstehe ich. Ist auch meine Traumstadt. Also ich würde gar nicht anders leben. Ich kann mir immer noch vorstellen, Hamburg. Ich glaube, das wäre auch. Nee, Nein, magst du nicht. Berlin, 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 Ich bin ja so Berlin. im Norden aufgewachsen, in Kiel, und finde Was Hamburg doch gefällt ganz dir denn schön. in Berlin? Die Toleranz, das schnelle Leben oder? Toleranz finde ich ganz wichtig, weil deswegen auch das Stück. Ich mache ja ganz viel für die Berliner AIDS-Hilfe, das ist mir ganz wichtig. Mhm. Und das mache ich schon seit ich 18 bin, also nicht für die Berliner AIDS-Hilfe, aber ich setze mich für Gleichberechtigung ein. Und Mhm. ich glaube einfach an Geburtsrecht. Ich glaube, dass es nicht darum geht, wer mit wem schläft, sondern dass es einfach ganz, ganz wichtig ist zu sagen, ist der Mensch, der ein Mensch ist, denkt er das Richtige und hat er das Herz am rechten Fleck. Und deswegen auch Lacage voll, denn das ist ja eine Geschichte über zwei schwule Männer, die. Hat sich Lacage voll ein bisschen überholt oder ist es heute, wäre das heute noch ein Thema? Ich finde das immer noch aktuell. Also wir wissen ja Weil die einfach. Menschen sind ja alle toleranter geworden. Heute sagen die, oh Gott, homosexuell, warum nicht oder was immer. Naja gut, aber ich finde, es hat sich nicht so sehr damit verändert, dass Nee? Homosexuelle endlich heiraten dürfen, weil die Rechte oder die Gleichstellung ist einfach noch nicht so, wie sie sein sollte. Und die Kirche hat ja jetzt gerade wieder das ein Riesenfass aufgemacht und hat gesagt, Homosexualität ist nicht akzeptabel. Und da muss ich einfach sagen. Also ich finde es schon auch ein bisschen eine Frechheit. Ich meine, wir wissen ja, was die katholische Kirche, was da oft am Argen liegt, ne? Ja, Und ich weiß auch im Vatikan, wir reden über Pädophilie und ja, was da und alles wir los reden auch, war. ich sage immer, auch im Vatikan gibt es sehr, sehr viel Homosexuelle. Also Ja, eben. der neue Papst ist ja sehr klasse. Also ich finde den fabelhaft. Ich Ist finde den auch, im Gegensatz zu seinen Vorgängern einer ist der der besten. wirklich Und der toll. müsste mal reformieren und müsste mal die Leute leben lassen, wie sie sind. Ne? Genau, das wäre toll. Das wäre auch mal ein echtes Zeichen einfach. Das wäre auch Ja. ein Zeichen für Menschlichkeit. Wie steht es denn um dein Privatleben? Och, mein Privatleben. Ist Ich habe kein fantastisch? Privatleben, weil ich wahnsinnig viel arbeite. Ich habe ja gerade einen Film Naja, ich abgedreht. arbeite auch viel, Kati. Ja, aber du Hast machst du, das ja mit mein, Carsten du zusammen. meinst, du hast keine Zeit? Naja, du hast dein Privatleben ja mit hier, wo auch deine Arbeit ist. Das ist ja dein Leben. Und bei mir ist das so, ich bin ja ganz viel unterwegs. Ich war im Sommer bei den Piratenfestspielen. Das hat riesigen Spaß gemacht Wo an war der das? Ostsee. Nahe Kühlungsborn, also Okay. Grevesmühlen heißt es eigentlich. Da habe ich einen Captain gespielt, Captain C.C. Roberts. Ich habe gefochten und ich durfte ganz tolle, tolle Sachen spielen. Das war ein Riesenspaß. Und parallel dazu habe ich dann mit Rosa von Braunheim gedreht, seinen Film Härte, der Und wie ist jetzt, der? ach, ich finde Rosa einfach ganz, ganz Der ist großartig. spannend, ne? Ja, ich finde ihn als Mensch ganz toll und ich finde ihn als Regisseur ganz, ganz großartig. Wobei sich da immer die Geister scheiden, aber Ja, meine er hat auch, Zusammenarbeit aber mit wir ihm war haben alle toll. Fehler. Und er hat mal einen Fehler gemacht, wo die Leute anfingen Ja, zu das Outing outen. Ich meine, damals, das ja, ist von Harpe. altmodisch, gell? Und Gut, von das hätte so Piolek. vielleicht nicht sein sollen, aber ich sage einfach, ich lerne die Menschen so kennen, wie ich sie kennenlerne und dann gucke ich auf das, was jetzt gerade ist. Und dann interessiert mich nicht, was jemand vorher gemacht hat, sondern jeder hat eigentlich eine Chance verdient. Und für mich war das jetzt nichts, wo ich sage, ich arbeite nicht mit Rosa von Braunheim. Ganz im Gegenteil, es ist für mich ein bisschen wie ein Ritterschlag. Ja,
Also ich habe Filme gesehen, wo ich sprachlos war. Die Bettwurst hieß das. Ja, die Bettwurst ist ja natürlich der Klassiker. Den würde ich gerne heute noch mal sehen. Kann ich dir besorgen? Schon spannend. Ja? Ja, natürlich. Okay. Guck mal, es hat sich doch gelohnt. Ja, absolut. Ja. Sag mal, deine Hobbys? Meine Hobbys darf ich eigentlich gar nicht ausführen, doch, weil eins meiner Hobbys ist Reiten, aber sobald man in einem Vertrag ist, ja, klar, egal ob man dreht, weißt du, oder am Theater spielt, dann darf man diesem Hobby gar nicht frönen. Insofern schwimme ich nur. Du hast mich noch nie zum Essen eingeladen. Kannst du kochen? Ich koche nicht besonders gut. Ich koche gerne mit Menschen, aber ich glaube, ich bin keine besonders gute Köchin. Nee, ich war ja mal verheiratet und mein Mann war ein super Koch. Und dann zuarbeiten und so, das ist so meins, mit einem Gläschen Wein dazu, das mache ich super gern. Und es gibt auch Gerichte, die ich wirklich kann, also wie zum Beispiel Omas Sauerbraten. Aber den muss man dann 3-4 Tage einlegen. Aber nicht der rheinische Sauerbraten, der so süß ist, sondern wirklich einer, wo du sagst, oh Gott, mir läuft das Wasser wirklich im Munde zusammen, aber weil es einfach so sauer ist. Und das ist ein Riesenspaß. Also das könntest du mich mal einladen. Ja, vielleicht mache ich das mal für dich. Ich liebe sonntags, ich habe ja nichts zu tun. Und dann sonntags komme ich zu dir, ich lese mir dann aus deinem Buch vor, du liest mir aus deinem so Buch vor. Wir's. Du liest in deinem so Buch vor. Gibt es denn irgendwas, was du in Berlin nicht magst? Was ich in Berlin nicht mag, ach, es gibt wenig. Im Moment mag ich die Baustellen nicht. Das nervt mich unheimlich, weil das macht Berlin so unbeweglich. Und es gibt ein paar Sachen, wo ich einfach sage, Berlin könnte Vorreiter sein. Versuche gerade ein Projekt an den Start zu bringen, wo es um Obdachlose geht. Also ich finde es einfach ganz hammerhart, wenn in einer Stadt wie Berlin im letzten Jahr 8 Menschen erfrieren. Wir nehmen viele Flüchtlinge auf und ich finde einfach für die Menschen, die kein Dach über dem Kopf haben, gerade im Winter und der ist jetzt, brauchen wir Flächen oder wir brauchen Orte, wo diese Menschen leben können. Und wir wissen von den Bahnhofsmissionen, das kostet 7 € die Nacht. Kannst ja mal ausrechnen, da brauchst du schon 210 €, um überhaupt jede Nacht ein Dach über dem Kopf zu haben. Und wie dann hast du noch nichts zu essen. Wie könntest du das ändern oder wie könnte man das ändern? Ich bräuchte zum Beispiel, und daran arbeite ich gerade, entweder brauche ich Leerstand in Berlin, den es so als solches nicht gibt. Ja, dann kommen ja jetzt die Emigranten, ne? Ja, aber es gibt mehr Leerstand. Aber ich kann auch das Argument der Immobilienmenschen verstehen, die sagen, diese Menschen kann ich ja im April nicht wieder auf die Straße setzen. Das stimmt, aber wir haben ganz viele Grünflächen. Wir haben zum Beispiel Tempelhof. Man könnte dort Zelte hinstellen. Wir würden dafür sorgen, dass diese Zelte gewärmt werden. Mhm. Vielleicht reicht auch ein Feldbett, aber ich wünsche mir einfach, dass wir auch wirklich, wo wir in Deutschland sind, einfach die Möglichkeit haben und diese Möglichkeit nutzen, dass Menschen hier nicht erfrieren müssen. Aber das wäre doch eine tolle Idee. Hast du mal jemand mit einer Journalistin gesprochen? Na, ich bin gerade dabei, das vorzubereiten. Das musst du machen. Also ich unterstütze dich wirklich sehr. Weil ich finde das einfach wahnsinnig wichtig. In der heutigen Zeit. Ich habe hier, ja, ich mache das auch jedes Jahr. Ich habe letztes Jahr Christos kennengelernt, der hier direkt am Weihnachtsmarkt unter der Brücke lag, direkt vorm Theater des Westens. Den habe ich versorgt abends und bin hingefahren und habe ihm Essen und Kleidung gebracht. Weißt du, ich finde ja immer, tu Gutes und erzähl es allen Leuten. Viele sagen, ich mache das alles anonym, das ist Quatsch. Also ich habe zum Beispiel 7 Patenkinder in Afrika. Ich erzähle das allen Leuten, weil da kommen die vielleicht auf die Idee, auch was auch zu machen. Auch Patenkinder zu nehmen. Oder auch da, dir zu helfen oder in eine Firma gehen, die Zelte spenden, Tempelhof. Ich meine, bevor sie Gemüse pflanzen, müssten sie doch eigentlich sowas machen. Ja, und da ist aber immer wieder dieses, wir nehmen Flüchtlinge auf, was ich auch ganz wichtig finde, dass man Menschen in Not hilft. Aber es darf eben nicht sein, dass hier Menschen, die und nicht alle irgendwie selbstverschuldet in eine schlechte Situation geraten sind. Naja, das kann halt also, dass man denen hilft. Aber da bin ich dran und ich nehme deine Unterstützung gerne, ja, wenn gerne. Ich so weit bin. Ich helfe dir gerne, und, weil ich meine, tu Gutes, erzähle es allen Leuten. Ich tue auch viel Gutes, weil mir es gut geht und ich hätte manchmal ein schlechtes Gewissen. Dass ich weiß, mir wie es das, gut geht. Ja, ich weiß, wie das war in dem Moment, zum Beispiel, wo ich in der Insolvenz war, keine Kreditkarte mehr. Da sind so viele Sachen, also die Kreditkarte ist ja jetzt nicht, denkt man nicht, das Wichtigste. Ja. Kein Konto mehr, ja, kein ja, dies mehr, kein Dach, schwierig. Das mehr. Und mit einmal hast du das Gefühl, gleich sitze ich auf der Straße. Und dieses Gefühl möchte ich eigentlich nie wieder haben, aber ich unterstütze Obdachlose seit ich denken kann. Ich finde das fabelhaft. Ja, seit ich denken kann. Und, ich finde das fabelhaft. Ich finde das eben auch ganz wichtig. Meine Damen und Herren, die Zeit ist leider um. Ich freue mich, dass du da warst. Bist du Buddhistin? Udo, ich bin keine Buddhistin, aber ich liebe das. Ich bin. Ich küsse Ihre Hand, Madame. Schön, dass du da warst. Dankeschön für die Einladung, dass das endlich mal geklappt hat. Es hat Spaß gemacht.
Hat lange gedauert. Sie war hier, sie ist hier. Bis zum nächsten Mal. Und wir sehen uns bei La Cage Voll. Ja. Tschüss.